Natürlich wird auch oft nur gelogen. Aber auch die Mathematik lügt, ne? Weil was soll in der Mathematik so eine Rechnung, wenn es auch Esoterik wäre, ne? Es ist Schwachsinn, die Mathematik, wenn es auch Esoterik wäre, also 1 zu 5 oder irgend sowas, ne? Obwohl die natürlich auch lügen und die Religion, aber die Wissenschaft muss eigentlich mit der Religion kompatibel sein. Und Gott versteht natürlich jeden Zusammenhang, aber die Lösung, das Grundprinzip Gottes ist für jeden Volksschüler verständlich und das ist der Beweis der Lüge, obwohl es natürlich Kompliziertheit gibt.